systematischer Angriff auf unsere Gesundheit. Hey, hallo. Das Witzige ist, ich wollte gerade dieses Video machen und schaut mal, was hier steht. Der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg. Herrlich, oder? Also, so kann man das Video natürlich gut beginnen. Gibt es einen systematischen Angriff auf unsere Gesundheit? Diese Frage stelle ich mir schon länger und jetzt nochmal intensiver, weil ich auch gerade keinen Zucker esse. Vielleicht hast du es mitbekommen, seit einiger Zeit esse ich keinen Zucker mehr, weil ich dachte, das bringt mir nichts, das ist nicht gut. Und das Witzigste war, ich habe aufgehört, Zucker zu essen und 2 Tage später bin ich einkaufen gegangen und da habe ich Wasser gekauft, 2 Kisten Wasser und da wurde mir 2-mal eine Lindor-Pralinen-Packung dazu geschenkt von der Kassiererin, weil ich einfach gesagt habe, das ist gerade so eine Aktion. Und ich habe gedacht, das ist ja mal wieder ein herrliches Beispiel, wie die Versuchung funktioniert. Da hört man gerade auf und dann kriegt man einfach die Lieblingspralinen geschenkt von Lind. Also die kosten ja schon einiges, ne? Fast so viel wie die Kiste Wasser. Keine Ahnung, was da für eine Aktion war. Und das gibt mir natürlich wieder zu denken, diese ganze Maschinerie um den Zucker ist eine von vielen, aber die greift auch unsere Zähne an. Ich habe es ja im letzten Video schon erwähnt. Die Zähne sind ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was hat es mit den Weisheitszähnen eigentlich auf sich, die einfach mal so gezogen werden? Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man auch schnell auf den Blinddarm, der auch einfach mal so wegoperiert wird. Und da hört man ja, oh, das wird einfach so gemacht, weil die Ärzte kriegen dann Geld. Natürlich kriegen die Geld. Pro Operation kriegt man Geld. Und schadet scheinbar nicht, wenn der weg ist. Genau wie die Weisheitszähne schaden scheinbar nicht. Aber vielleicht doch. Und was Andreas Goldemann sagt, und dieser Kurs geht mir nicht aus dem Kopf, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Er sagt, wenn zum Beispiel die Weisheitszähne gezogen werden, aber die Energiebahn nicht wiederhergestellt wird, die Meridianbahn nicht fließt, dann ist sie da unterbrochen. Und das hat erhebliche Nebenwirkungen auf unseren Körper, auf uns. Und deswegen lohnt es sich, einmal zu schauen, was ist eigentlich alles schon mit unserem Körper passiert und wie können wir auf energetischer Ebene da eine Heilung reinbringen? Was ist schon weg? Also wo haben wir Macken, innere Macken, durch Operationen, durch irgendwas? Und gerade auch im Bereich der Zähne ist es ja so, dass wir fast alle da irgendwas in unserem Leben mal mit haben. Irgendein Problem. Irgendein Zahn wurde gezogen, irgendeine Wurzelbehandlung, irgendeine Blombe, irgendeine Füllung, so wie mir da ein Stück Zahn rausgefallen ist und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt genauso systematisch, wie wir vielleicht ja, in die Krankheit hineingeführt werden, dass wir genauso systematisch jetzt für unsere Gesundheit arbeiten. Ich werde jetzt in Zukunft zwischendrin mal immer so kleine Videos machen, weil ich einfach die Idee cool finde, dass wir es gemeinsam machen. Dass wir gemeinsam auf diesem Weg der Gesundheit sind. Weil es ist ja nicht so einfach, diese Gewohnheiten aufzugeben. Es war für mich auch schwierig, die Gewohnheit mit dem Zucker aufzugeben. Ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt ein Video, ich mache es einfach öffentlich und dann habe ich meine Hebelwirkung, weil ich bin so einer, wenn ich etwas öffentlich sage, dann will ich es halt auch machen. Und dann ziehe ich es auch durch, da habe ich gar keine Frage mehr. Ich habe es doch jetzt schon gesagt, also muss ich es auch machen. Und so jetzt auch mit diesem Zahnthema, weil Zucker ist ja auch schädlich für die Zähne, ne? Deswegen hat das die Verbindung da wieder. Und ich habe jetzt auch mit Matthias Langwasser gesprochen und der macht ja so Darmreinigung, das kann ich schon mal vorteasen, weil wenn du Lust hast, auch mal wieder eine Darmreinigung zu machen, dann biete ich dir an, dass wir das gemeinsam machen. Und zwar werden alle Infos noch folgen, aber ganz bald schon machen wir dann eine 4 Tage intensive Darmreinigung und dann nochmal 2 Monate mit Matthias Langwassers Produktempfehlung. Das werde ich dann auch schon mal hier verlinken unter diesem Video, falls du schon mal Interesse hast. Aber ich werde nochmal darauf aufmerksam machen. Erstmal ist jetzt das Thema, also für mich jetzt, die Zähne nochmal in Fokus zu rücken. Und da kann ich dir erstmal die 2 Gratis-Sessions von Andreas Goldemann empfehlen, um da erstmal auf energetischer Ebene die Zähne wieder mit den Organen zu verbinden durch die Meridiane. Und das ist ja genau das, was verloren geht. Man weiß nicht,
ob die Menschen, die das machen, das wissen oder nicht. Vielleicht wissen die das gar nicht. Vielleicht steckt da irgendwie ein großer Plan dahinter. Man kann es nicht genau sagen. Wir können viele Vermutungen anstellen. Aber in diesem Video will ich lieber darauf eingehen, was können wir systematisch tun, um für unsere Gesundheit zu arbeiten. Und wenn du diesen Weg jetzt gerade mitgehen willst, weil du denkst, ah, das ist cool, alleine bin ich auch nicht so motiviert. Wenn Felix schon mal mitmacht und einige andere hier in der Community, dann bin ich motivierter. Ja dann, ich habe es ja schon gesehen, dass einige sogar mitmachen, auch bei der Idee mit dem Zucker und so weiter. Dann lade ich dich jetzt dazu ein, einmal dieses Zahnthema genau anzuschauen. Die zwei Gratis-Videos von Andreas Goldemann sind da sehr hilfreich. Und dann in den nächsten 2 Wochen, dann gehen wir einmal dieses Darmreinigungsthema an. Weil da steckt auch so, so viel Potenzial drin. Ich habe das einmal vor 12 Jahren gemacht und das war der Sommer, in dem mein spirituelles Erwachen war. Und da habe ich direkt erstmal Ostern eine Darmreinigung gemacht. Darm und Zahn ist auch ähnlich, ne? Und ich habe seitdem nicht mehr gemacht, weil ich natürlich in mir auch diese Kräfte habe, wie jeder andere auch, die einen davon abbringen wollen. Genau wie die Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass ich plötzlich nach 2 Tagen einfach diese Lindor-Pralinen habe, um mich zu verführen. Die waren jetzt die letzten 12 Jahre stark genug, mich davon abzuhalten, diese Darmreinigung wieder zu machen. Und erst im Gespräch mit Matthias Langwasser habe ich gesagt, Matthias, das ist cool, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das öffentlich, weil komme ich aus der Nummer auch nicht mehr raus. Deswegen tease ich das jetzt schon mal an. Aber ja, für übernächste Woche steht das dann an. Und für diese Woche halt erstmal das Zahnthema. Also wenn du Bock hast, diesen Weg mitzugehen, immer weiter, weil ich glaube, es ist so wichtig für alles, was kommt. Ein bisschen Kameraprobleme hier, ne? Für alles, was kommt, dass wir top gesund sind. Und ja, so gut es geht, auf unsere Gesundheit achten und diese optimieren und die Dinge ja, behandeln oder gerade stellen, die da, ja, wo es hakt. Und bei den Zähnen hakt es wahrscheinlich bei jedem ein bisschen, außer man ist richtig sorgfältig und richtig achtsam, aber da kann ja echt viel passieren. Also, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, wenn du mitmachst. Schreib es gerne mal in die Kommentare, ob du überhaupt Interesse hast, grundsätzlich jetzt auch mal ein bisschen in dieser schönen Frühlingsjahreszeit dieses Thema Gesundheit anzugehen und da einfach ja auch zu optimieren und so präventiv zu arbeiten natürlich auch, ne? Weil ich meine, wir können das immer machen, dass wir alles verbinden. Immer mal uns ein bisschen hinsetzen und uns die Zeit nehmen, auf unseren Körper zu schauen und zu denken, so, diese Meridiane sollen fließen, das Blut soll gut fließen. All diese ganzen Dinge, die können wir unterstützen. Das haben wir schon beim Manifestieren gelernt, durch unsere Gedanken. Wir können ja die Körperfunktion durch die Gedanken unterstützen, aber auch nur, wenn wir uns die Zeit regelmäßig dafür nehmen. Ja, und darum geht's, glaube ich, dass wir das einfach mal wieder mehr machen. Ich werde mich jetzt hier 5 Minuten hinsetzen oder 10 Minuten besser gesagt und genau das tun und ich lade dich dazu ein, auch das zu tun, damit wir hier ja immer mehr kleine, tägliche, praktische Anwendungen haben, die uns Schritt für Schritt gesünder, stärker, vitaler, energetischer machen. Also, danke dir, schön, dass du da bist. Alles Liebe, dein Felix.